Ja, Leute, ich bin zurück. Ich bin zurück aus dem, aus meiner Vorproduktionsphase. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Und ich hab Bock. Ich hab richtig, richtig Lust. Ich bin noch sehr müde von der Woche, die hinter mir liegt. Ich nehme das Video auch heute auf, wie es jetzt auch rauskommt heute. Und es war sehr, sehr anstrengend. Und, ja. Und ich dachte mir, komm, so anstrengend wie es war, fang an mit Novalands, schön ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen hier wieder. In Warships ist zwar auch einiges passiert, aber ich glaube, da kommt eh Donnerstag ein Update raus. Ah Mensch, sie ist robuster Start, der sehe ich auch so. Robuster Start, sehe ich genauso. Und ja, ich bin sehr müde, aber also ihr müsst verstehen, ich war auf einer Baustelle, wohlgemerkt natürlich eine private Baustelle. Aber trotzdem war das sehr, sehr anstrengend und ja, ich bin dementsprechend durch. Und ich glaube, alle, die von euch schon mal irgendwie ein Haus gebaut haben oder etwas dergleichen, das war jetzt nicht direkt ein Haus, aber ist jetzt auch egal, aber etwas dergleichen gebaut haben, die wissen, glaube ich, was ich meine, dass das sehr anstrengend werden kann. Und ja, genau, Novalands. Und ich bin deswegen durch, aber ein bisschen spielen wir jetzt schön. Donnerstag, wie gesagt, kommt dann das Update-Video eh. Und genau, ich würde mal sagen, wir gucken uns heute Landwirtschaft an. Keine Ahnung, was das ist, zum Anbau von Getreide? Checken wir das mal aus, würde ich mal sagen. Machen wir das einfach mal hier hin. So, komm, vier Felder. Blutblüten? Okay, nicht so lecker. Okay. Ach so, ich kann für die Bots wählen, was sie hier anbauen sollen. Nee, nee, nutzen wir noch keinen Dünger. Den baue ich vielleicht noch. Ja gut, okay. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ah, lol. Der Bot. Oh. Oh. Warte mal. Bewässern wir den Schmarrn mal. Ah ja, okay. Ich glaube, man kann damit auf jeden Fall logischerweise irgendwie eine Pflanze bepflanzen. Beste Kombination von Wörtern, die ich gerade gedroppt habe. Aber ja, okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Schön, dass der Bot gerade einfach dem Schwein das Essen geklaut hat. Viehzucht, was bringt mir das aber? Ich glaube, das bringt mir alles noch nicht so viel. Sieht sehr klein aus. Ich sollte nochmal aus dem Weg gehen. Lager? Kann ich da jetzt einfach einen. Hä? Futterkappe. Ach so. Ich bin verwirrt. Ich glaube, das werde ich auch später erst rein. Aber egal. Gut. Okay. Energie haben wir ja auch. Stimmt ja. So gucken wir uns wieder Eisen an, würde ich mal sagen. Da oben haben wir jetzt auch schon einiges an Eisen. Sehr schön. Zwei Stahl. Stahl, nicht Eisen, pardon. Stahl, Stahl, Stahl. Lager 2. Ich wollte eigentlich so am besten so Step by Step hier hoch und runter gehen. Das wäre der Anzug. Verleiht ihnen ein Schutzschild, der sich mit der Zeit regeneriert. Boah, dann werde ich hier Iron Man oder so. Aber ich würde mal sagen, erforschen wir einfach mal Lager 2. Transportiert Gegenstände zwischen zwei. Wow! Oh mein Gott, geil! Erstmal Fähigkeit nochmal checken. Wie viel habe ich? Wie viel habe ich? Wie viele Punkte? Ich habe jetzt einen, okay. Ich habe zwei. Okay, das ist cool. Boah, ich habe jetzt. Weiter. Entschuldigt. Oh Gott. Oh. Das war ordentlich. Da musste ich ein bisschen niesen. Pardon, wirklich. Aber ich gebe mich ja, würde man sagen, hier kommen Öfen sind schneller arbeiten. Ihr werdet es überleben. Und was haben wir hier jetzt? Ah, ich kann mit Stahl auch Landwirtschaft 3 jetzt erforschen. Ja, nee, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kann auch eine neue Insel freischalten mit Stahl, ne? Wüstenbiom. So viele neue Sachen, das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal Logistik. Transportiert Gegenstände zwischen zwei Inseln. Okay. Wait a minute. Das muss ich mir mal kurz angucken. Genau, hier wird Stahl produziert, Kupfer produziert und Kohle.
Ich könnte natürlich jetzt deswegen auch sagen, ich könnte alles zentral auf diese Insel hier lagern. Nee, die sollen aber drüben weiter Kohle produzieren, aber ich will das Kupfer hier rüber kriegen. Dann kriege ich hier nämlich mehr. Ja, doch, 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 doch. Das ist geil. Oh, irgendjemand ist fertig mit irgendetwas. Wie gesagt, das ist ja lange her, auf jeden Fall. Doch, ich habe eine Idee. Okay, Logistik. Was brauche ich dafür? Ich brauche einen Stahl. Das ist geil. Das zwischen den Inseln zu transportieren ist richtig, richtig nice. Dann baue ich hier drüben jetzt noch ein Lager. So, hier. Und das hier wird für Kupfer. Kaktusblüte. Okay, mit der. Die Sandrinse gucken wir uns gleich an, auf jeden Fall. Wird das ja für Kupfer deklariert. Und jetzt brauche ich noch Stahl. Gib mir Stahl. Los, 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 los. Los. Ich will den Stahl. Oder so, zack, zack. Ah, okay. Ah, da ist auch so der Pfeil dran. Ich vermute mal, ich kann das dann. Das ist Geräusch. Das ist natürlich cool. Sieht ja sehr fancy aus. Empfangen. Ja gut, okay, klar. Empfangen ist ja logischerweise dasselbe. Hier mal Kupfer rein. Oh Gott, der Bot hier ist fast tot. Ich glaube, irgendwie die Bienen sind noch schon ein bisschen aggro unterwegs. Damit deklariere ich das Lager für nichts. So, mitnehmen. Da mal den Kupfer. Ah, lol! Okay, es hat funktioniert. Geil! Richtig nice. Auf jeden Fall ein Baukran so. Na guck mal, da holt er auch schon. Nice! Oh Gott, geil. Das ist richtig nice. Kann ich die Richtung auch von ihm ändern? Oder muss ich ihn dafür abreißen? Ich glaube nämlich irgendwie schon fast, wenn ich ihn auch dafür abreißen muss. Das ist voll nice. Das ist. Alter, das mag ich so an dem Spiel. Das hat so verschiedene coole, kleine, nice Sachen. Ich glaube, es war gerade Lost, da Kohle reinzupacken. Ich glaub, so muss das eher laufen. Ja. Nice, ey. Oh, da ist ein Beerenbusch auch schon fertig. Warte mal, kann ich da Beeren jetzt noch reinmachen? Muss ich mal kurz. Ich habe aus Versehen gerade geschossen, glaube ich. Aber gut zu wissen, dass es damit auch geht. Achso, man kann auch nur eine reinmachen. Okay. Gut, gehen wir auf die andere Insel, würde ich mal sagen. Naja, mein Sauerstoffvorrat ist hier fast weg. Warte mal, schießen! Na gut, okay. Ich kann keine Bären leider abschießen, das geht nicht. Okay. Ah, stimmt, die wollte. Oh, mit diesem Schlüssel, wirklich, ich hasse sie. Also, nee, ich hasse sie nicht, aber. Ah, der Erblingszeit des Jetpacks ist reduziert, danke. So, warte mal, was kannst du noch so bauen? Qualitätsstiefel. Erhöht ihre Geschwindigkeit um 25%. Ah. Mit Stahl könnte ich auch diesen Sauerstoffgenerator ein bisschen effizienter machen. Was ist das? Ich glaube, vermute mal, ich finde es auf der Wüsteninsel. So, hast du irgendwas Cooles? So, mehr Speed wäre natürlich geil. Mit der Effizienz des Extraktors um 100%. Ja gut, okay, Frisur brauche ich jetzt nicht. Drüben wird wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder. Ich glaube, ich mache auch automatisch Aufsammeln aus. Wenn ich mir den ganzen Stuss einsammle, den ich hier kriege. Den ich hier kriege. Aber wie sammle ich denn manuell ein? So. Nee. Ja, gute Frage, ne? Ja gut, ist auch egal. Der Bot soll mal schön weiter hier das transportieren. Schon wieder aus Versehen geschossen. Ich brauche ja aber, ich muss echt irgendwas verändern. Die ganzen Kohleöfen arbeiten nicht. Der Bot hat ja auch 3 Trilliarden Sachen zu tun. Ah, knifflig, 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 wie ich das mache. Aber egal, gucken wir uns noch die neue Insel auf jeden Fall an in dem Video heute, würde ich mal sagen. Was ist das denn? Erstmal abbauen. Achso. Rubin! Ah! Ah, Jungs. Was?
bin in seinem Magen. Ich kann hier Kacke abbauen. Was zum Fick ist hier gerade passiert? Ah, ich kann reparieren mit Rechtsklick. Oh mein Gott, ich muss meine Bots reparieren. Ja, Liebe, ja, ja, du, keine Sorge, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, auf jeden Fall. Was ist gerade passiert? Was? Das ist ein Loch auf jeden Fall. Sag mir nicht, nein, 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 ich will, nein. Schon, wir gehen jetzt durch seinen hinteren Ausgang raus. Uff, wo bin ich? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Ich habe die Tierwelt der Wüste studiert, als ich plötzlich der Sand zu bewegen begann und jetzt bin ich hier. Ich bin Daniel, Forscher und Museumswärter, aber bevor wir weiterreden, lass uns dieses stinkende Loch verlassen. Okay. Was ist das? Boah, ist das widerlich, Alter. Das Spiel sieht so nice aus, so süß und dann passiert sowas. Ja, ich komme zum Museum, da muss ich über so einiges reden. Oh, ist das räudig. Seid ihr nett? Ihr seid nicht nett. Rick! Ah, Tierknochen, sehr schön. Okay. Wüste ist wild. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, genau, so geht das denn. Ich glaube, der ist da auch ein bisschen stuck, der Junge. Kann ich das hier abbauen? Was ist das? Wahrscheinlich Sand, oder? Ja, genau. Okay, ja. Nein. Ich, nee. Oh, oh Gott, Alter. Reden wir noch mit den Museumstypen und danach reicht das dann auch erstmal. Wie du siehst, ist unser Forschungsfortschritt nicht gerade vorbildlich. Ich sehe ganz viele Sachen drin. Ja, wie man, der sollte daran... Der sollte. Es ist schön, wie sollte ihr unter der Strichen seid. Aber naja, ich hätte auf sie hören sollen, als sie sagten, sie sei faul. Nun, da du schon hier bist, warum hilfst du mir nicht und bringst mir die Gegenstände, die wir brauchen, um unsere Sammlung zu verständigen? Du wirst natürlich angemessen belohnt. Ah. Jo, Alter, was soll ich denn hier alles? Was sind das für Sachen am Ende? 5 Sand. Na gut, gehen wir mal kurz ab, was ich hier so schon dabei habe. Wieder einzeln reindroppen, Alter. Alter Schwede, ey, das sieht nach sehr vielen Sachen noch aus. Immer noch, was ist gerade passiert? Ich wurde gefressen, wurde dann ausgeschissen. Was ist gerade wirklich passiert? Rubine will ich noch nicht abgeben. Ja, hier, Bricks kriegst du natürlich. Reste habe ich jetzt gerade nicht dabei, entschuldige. Ja, hier, Kupferbahn, sind die auch schon mal weg. Oh, Junge, 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 Junge. Es ist einfach, oh, es ist, oh. Ich komme über diesen Schock noch nicht hinweg. Aber naja, ne, in dem ich hätte mit einem gerechnet, aber nicht damit, dass ich gefressen und, naja. Junge, Junge, Junge. Das ist, ja. Ne? Gut. Kann ich irgendwas mit den Rubinen noch machen? Ah, ich wollte drüben noch mal eine Bots reparieren. Das, seht ihr? Das machen wir noch. Hier machen wir kurz automatisch Dingens von uns aus. Das machen wir noch. Drüben jetzt hier noch reparieren. Warum brennt der? Oh Gott. Sei nicht pisst. Ich bin lieb. Reparation! Ja, siehst du? Nee. Reparation! So, da sind die Bienen auf jeden Fall gerade im Charge-Modus gewesen. Ich glaube, die mögen das Schwein nicht. So treffen die auch meine Bots aus Versehen, indem die in diese Dash-Radius kommen von diesem Schwein. Ah. Komm her, Junge. Komm her. Du bist zu schnell. Ich will dich reparieren. Ja, sehr schön, siehst du? Liebe jetzt wieder. Ja, keine Bienen abbauen, noch nichts. Das mache ich noch, keine Sorge. Aber jetzt erstmal noch nicht. So, jetzt erstmal nochmal den hier kurz auffüllen. Und vor allem erstmal kurz Sachen lagern. Erst einmal.
So, du kommst hier rein, genauso wie die Rubine und auch die hier 3 Tonnen. Nein. Auch die. Oh geil, man kann Sachen vom Lager zu Lager drag and droppen. Auch schon mal nice. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal herausgefunden. Das hier, Sand packen wir auch erstmal da rein. Okay. Ah, das ist der tote Krabbe. Ich wollte nochmal gucken, ob ich dieses Ding hier nochmal sehe. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob ich das so sehen will. Warum sind da 2 Steine? Und warum sind überall tote Krabben? Au. Krieg! Das Schießen macht aber Spaß in dem Spiel, bin ich ehrlich. Oh Gott, der ist ja fast beim Bot gekillt hier. Die chargen auch echt auf alles da. Die versuchen da gerade auch sehr verzweifelt die Crowd zu killen. Ich glaube, die sind aber auch aus der Stainse gebackt. Wieso wieder reingebackt? Oh, die Krabbe schlägt zurück. Der Krieg hat begonnen. Ja gut, okay, aber die Dinger sind immer sowas von stärker. Okay, ich werde jetzt nicht am Krabbenfight hindern. Junge, die Krabbe. Und das war's jetzt aber. Sadly, sage ich dazu nur, sehr sadly. Okay, da drüben zum Beispiel, glaube ich, brauchen wir dann ganz dringend so Verteidigungsbots. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir belasten es dabei, was auch immer das war. Und ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin wieder da und vielen Dank fürs Zusehen. Schaut euch das Video, das alles verlinkt. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zusehen. Wirklich.